Sind unsere Gedanken wirklich frei? Er sagt nein. Der in jeder Hinsicht verblüffende Gedankenleser Thorsten Havener, den ich im neuen Penta Hotel in Wien getroffen habe. Der Deutsche Spiegel bezeichnete ihn einmal als Uri Geller für Aufgeklärte. Die renommierte Süddeutsche Zeitung gar als ein angehendes Weltwunder. Die Rede ist von Thorsten Havener, der von sich selbst behauptet, Gedanken lesen zu können. Und mit seinen scheinbar übersinnlichen Fähigkeiten regelmäßig ein Millionenpublikum begeistert. Der studierte Diplomübersetzer aus Saarbrücken ist in der Lage, die Körpersprache der Menschen zu entschlüsseln und schafft es immer wieder, Zuschauer und Moderatoren gleichermaßen zu verblüffen. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ob er Vera auch verzaubern kann? Er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Künstler, dieser Thorsten Havener. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt schon zum zweiten Mal mein Gast sind, weil es immer toll, Ihnen zuzuschauen. Dabei nennt er sich ganz nüchtern Gedankenleser und Experte für Körpersprache. Und wenn man Ihnen dann so zuschaut, was Sie machen, dann wirkt es nach purer Magie und Zauberei. Aber das weisen Sie ja von sich, das sind Sie nicht, sondern eben in erster Linie auch Gedankenleser. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was haben Sie da meinem Gesicht an näheren Informationen entnehmen können? Na, da war im Prinzip, waren Sie auf das konzentriert, was Sie gesagt haben. Aber die Freude, dass ich in der Sendung bin, die war echt, was mich wiederum sehr freut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ein guter Start. Das stimmt. Und wenn es nicht gewesen wäre, hätten Sie es jetzt gesagt? Nein. Schade. Hätte ich auch gesagt, wäre echt. Schade, dass Sie nicht jetzt ja gesagt haben, weil da hätte ich Sie sofort einer Lüge überführen können, stimmt, ohne all das zu können, was Sie können. Aber in Wirklichkeit muss man sich ja dann eigentlich vor Ihnen schon ein bisschen fürchten, wenn man mit Ihnen so im Alltag zu tun hat, weil Sie können Dinge aus der Körpersprache, aus dem Gesicht lesen, was andere halt nicht können, vor allem das Gegenüber nicht kann. Weiß ich nicht, ob man sich da wirklich vor fürchten muss. Ich glaube, wenn man wirklich was zu verbergen hat oder wenn man mich richtig über den Tisch ziehen will, dann sollte man sich vielleicht vor dem fürchten, was ich mache. Aber ansonsten ja, also wenn man eines Gewissen hat, dann natürlich nicht. Das ist wahr. Genau. Also ich in meinem Fall habe vor Ihnen nichts zu verbergen. Im Gegenteil, ich möchte so gerne was aus Ihnen herauslocken. Aber damit wir überhaupt mal wissen, wovon wir sprechen, fangen wir mal mit so einer verblüffenden Geschichte an. Dazu muss ich sagen, ich weiß wirklich nicht, was er jetzt vorhat. Ich habe ihn nur gebeten, Herr Thorsten, bitte machen Sie gleich zu Beginn irgendwas mit mir, damit Sie wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Alles klar. Vera, was ich jetzt mit Ihnen vorhabe, ist ein Teil von einem Experiment, das ich früher in meinen Abendprogrammen immer gezeigt habe. Und da geht es nicht nur um Körpersprache, da geht es auch ein bisschen um Suggestion. Da ist auch ein bisschen Zauberei mit drin, womit ich mich früher ja sehr stark beschäftigt habe. Das heißt, es ist einfach Entertainment. Gut. Okay. Denken Sie doch bitte mal an eine Person, die Sie sehr gerne mögen, aber sagen mir nicht, wer das ist. Ja. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel gesehen an Ihren Augen, dass Ihre Augen von hier aus gesehen, von mir aus, in diese Richtung gegangen sind, also von mir aus nach links. Das heißt, Sie haben eine Erinnerung wachgerufen. Ihre Augen gehen immer in diese Richtung, wenn ich eine Erinnerung in Ihnen wachrufe. Das könnte zum Beispiel der erste Schritt dahin sein, wenn ich Sie bitte, mir irgendwas zu erzählen, woran Sie sich erinnern. Das stimmt aber gar nicht, dann würden Ihre Augen wahrscheinlich nicht in diese Richtung gehen. Aha, das heißt, daran okay. Könnte ich schon mal erkennen, ob Sie lügen oder nicht. Nur so viel, weil Sie gesagt haben. Gehen Sie in die andere Richtung. Vielleicht gehen Sie in die andere Richtung, vielleicht gehen Sie nach oben, aber Sie gehen mit Sicherheit nicht genau in dieselbe Richtung. Das nennt man kalibrieren. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Person heißt, an die Sie denken. Ich weiß nur, es ist jemand, an den Sie sich erinnert haben. Und ich habe den Eindruck, Sie haben eine männliche Person ausgewählt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja. Und der erste Buchstabe, der bei mir angekommen ist, als Sie sich erinnert haben, und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe den Eindruck, das war ein I. Ist das korrekt? Nein, das ist nicht korrekt. Das war jetzt aber ein absichtlicher Fehler von Ihnen. Nee, das war tatsächlich, also ich hatte den Eindruck, es waren zwei Silben, die bei mir ankamen, zwei Silben, recht kurz. Und das ist übrigens richtig, ja? Ja. Aber ein I ist es nicht. Nee, wie ist denn der erste Buchstabe? Nur der erste, den können Sie laut nennen. P. Sie wollen den Vornamen oder Sie wollen den Nachnamen? Nein, der Vorname. Also ich hätte jetzt zunächst geschätzt, dass hinten war ein R oder ein A. Also was jetzt? Und ich schätze, ich schwimme jetzt gerade wirklich. Das erste, was bei mir kam, war tatsächlich der Name Igor. Aber wenn Sie sagen, es geht nicht mit I los, dann ist das ja schon mal komplett daneben. Und das zweite, was ich jetzt schätzen würde, heißt die Person Peter? Das ist richtig, ja. Peter, Igor, naja. Und der Igor war kein absichtliches
In die Irre gehen? Ja, das ist natürlich, da ich Show mache, spielen solche Sachen auch eine Rolle. Schon. In dem Fall aber nicht. Nicht. Okay, na gut, das ist ja schon mal total verblüffend. Und wieso überhaupt empfangen Sie von mir Buchstaben? Dazu muss ich sagen, ja. Er weiß wirklich, wir haben nichts abgesprochen, also ich wusste nicht, was er vorhat, er weiß von mir, glaube ich, auch nicht sehr viel. Also das war jetzt wirklich ein Test und es hätte auch jemand anders sein können als dieser Peter, der übrigens mein Mann ist. Also schon mal 1-0 für Sie. Aber wieso überhaupt empfangen Sie Buchstaben? Ich empfange keine Buchstaben und es ist auch nicht so, dass ich mich in eine Sphäre eines anderen Menschen einklinken weiß dann alles, was der denkt oder was der macht. Es gibt einfach Methoden herauszufinden, wie jemand denkt, welche Emotion jemand hat. Und zu einem großen Teil erzähle ich den Leuten, wie das geht. Zum Beispiel, wie man die Emotionen eines Menschen lesen kann. Als ich zum Beispiel Peter gesagt habe, wurden ihre Augen größer. Das heißt, das war Erstaunen. Wenn unsere Augen größer werden, wollen wir mehr von etwas erfahren. Wenn es so richtig blanke Verblüffung wird, dann geht der Mund ebenfalls noch mit auf. Solche Dinge erkläre ich. Wie das mit dem Namen ging, das halte ich ganz gern zu.